Und willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch dabei, mit Mini die blauen Sternlilien zu angeln. Und da wir gerade eine kurze Pause gemacht haben, gucken wir einfach mal nach, ob die in der Zwischenzeit mal irgendwie respawned sind. Wir laufen gerade einfach mal hin. Schnappen so ein bisschen die Sachen, die auf dem Weg sind. Hacke. So, hier. Bing, 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 bing. Ka-ching, ching, ching, ching. So. Gut. Ansonsten angeln wir einfach zwischendurch mal ein bisschen. Ups, das war jetzt nicht so sonderlich gut getroffen. Mal gucken. Vielleicht kommt ja trotzdem was Gutes raus. Und bloop. Hier. Ein Flussbarsch. Perfekt. Gut, dann laufen wir mal wieder hier entlang. Und hoffen, dass wir irgendwo rein zufällig noch ein paar Blümchen, noch Sternlilien finden. Gucken wir uns nochmal den nächsten hier an. Blub. 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 Ui, eine Regenbogenforelle. Und wir haben eine Pflicht erfüllt. Wir haben drei Fische gefangen. Sehr schön. Mein Vogel lacht mich aus. Ein bisschen Holz ab. Die Blumen brauchen echt lange, bis sie wieder nachwachsen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Quest so lange dauert. Mini wahrscheinlich auch nicht. Dann pflücken wir mal ein bisschen Paprikas. Oh, ich glaube, Mini konnte gleich wieder ein Level abkriegen. Perfekt. So, dann nochmal zwischendurch Glitzerstab für euch. Nehmen wir gleich nochmal eine Runde angeln und nochmal ein Pflänzchen schauen. Ja. Sehr gut, die 30 mal Paprika können wir verkaufen. Und auf die 9 mal hier. So. Schön, dich zu sehen. Gut, wir wollen etwas verkaufen.
Beispiel das hier. Und kaufen etwas Raps. Ah, perfekt, wir haben eine nächste Pflicht erledigt und auch bei der Gartenarbeit. Aha, perfekt. So, einmal noch für euch Glitzerstaub. Und dann pflanzen wir mal ein bisschen Raps. Unsere Energie ist gleich wieder zu Ende, das heißt, wir werden wieder kurz nach Hause gehen. Leuchtet schon oben rot der Balken. Oh no. Schade, dass ich keine Blumen anpflanzen kann. So, haben wir denn noch etwas zum Essen? Hm, wir können das Omelett essen. Tada. Jetzt gießen wir das auch. So, gut. Dann gucken wir mal. Können wir wieder was angeln? Es hat etwas angebissen. Jetzt auch mal vorsichtig einfahren. Oh, eine Regenbogenforelle. So, hier hätten wir auch was zu fangen. Na, wir fangen es mal von hier. So, muss ich einmal wieder einziehen. Einziehen. Dann gehen wir bei unserer nächsten Regenbogenforelle. So. Da drüben gibt es bestimmt so viel. Überall liegen da bestimmt diese blauen Dinger rum. So, hier können wir einmal was ausgraben. Hier wurde zumindest das Zeugs wieder respawned. Nachtscherben. Sehr schön. Ui. So. Hier können wir auch wieder ein bisschen abhaken. Ab. Stein. Ab. Meine. So. Wieder gute Sachen rausgekommen. Wir benötigen weiterhin zwei blaue Sternlilien. Okay, die Heidelbeeren sind noch nicht wieder zurück. Scheint immer noch nicht wieder gekommen zu sein.
Gab es die vielleicht noch irgendwo anders? Nee, weil der Topf verkauft. Okay. Den haben wir halt leider. Warte mal, komme ich da hinten auch wieder runter? Nee, da ist dann auch wieder zu, ne? Probieren es trotzdem mal. Aber ich glaube, da war es auch zu. Noch zwei Blümchen. Nee, hier komme ich auch nicht runter. Schade. Ich glaube, hier war ich vorhin sogar. Und die Pilze mit dem Holzstumpf kann ich noch nicht entfernen. Moment, nee, ist was zum Aufheben. Ups. Das kommt nochmal. Ich habe nur das Fenster heute mal offen. Einsamkeit ist sicher. Wenn ich alleine bin, dann kann mich nie wieder jemand verlassen. Haben 6 Kirschen geerntet. Warte mal, was ist jetzt passiert? Ach so, schenken. Ich dem Film. Will deine Regenbogenforelle? Ich habe, glaube ich, gerade irgendwie einen Grafikbug. Wo bin ich jetzt? Ah. Okay. Perfekt, noch ein Kleidersack. Und ein Metall ist voll. Moment, habe ich mich jetzt irgendwie auf die andere Seite geglitscht? Bitte sag jetzt nicht ja, dann komme ich nämlich nicht mehr zurück. Nee. Und was gibt's hier Schönes? Ein guter Winterhut, ja. Passend für hier oben. Glitch, wie erklärt man einen Glitch? So versehentlich fehlerhaft hier durchgekommen. Achso. Ich habe irgendwas gefunden. Wall-E, okay.
Es hat was angebissen. Nochmal so. Uiui, der will es aber genau wissen, oder? Ich muss einen Gegenstand ablegen, weil mein Inventar voll ist. Oregano, ja. Ich habe einen Buntbarsch. Jo, genau. So. Gut. Gehen wir mal wieder runter. Ist das etwa eine blaue Stern? Nein, das ist nicht. Haben wir noch irgendwas zum Snacken dabei? Sollen wir Butter essen? Bleh. So. Das ist noch keine blaue. Ich hole gleich blaue Farbe und mache sie einfach blau an. Das ist eine rote. Gehen jetzt erstmal kurz nach Hause. Katsching. So. Das ist nicht mein Problem, das ist das Problem meines Charakters. Okay, Leute. Wir haben so ein bisschen langsam ein Lagerproblem. Ich würde sagen, wir können mal vielleicht die Steine verkaufen. Fische können wir da reinsetzen. So, auch die neuen zwei Fischis. Welche haben wir jetzt doppelt hier drin? Ah, die hier. Gucken wir gleich mal. Oder ich mach die hier rein. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ich mach die Steine da rein. So. Aber ich brauche auch ein paar neue Kisten für die Eiswelt, ne? So. Die weiße für Blumen. Blaue für... Genau. So. Jetzt haben wir ein paar neue Sachen gebaut. Was brauche ich noch mal? Eisenbarren. Noch einmal Eisenbarren? Dann kann ich eine größere Truhe machen. Mittlere, große, weiße Truhe. Klingt doch gar nicht. Moment, das hat Relight gekostet, verdammt. Egal. Ich kann Relight herstellen durch Traumschall. Ah, okay. Es gibt einen eingebildeten Schneemann, Schneemann-Kid, Schneemann-Dame, klassischer Schneemann, Iglo oder einfach ein Kühlschrank. Und, ja, ich kann Steine herstellen. Ich kann die Wege hier herstellen.
Okay. Ich würde sagen, die große mittlere weiße Truhe. Warum gehört die Truhe so runter? Oder? So. Guck mal, da passt ja noch viel mehr rein. Ich wollte mir einfach da noch mehr Blumen reinstopfen. So. Den Schneeball tun wir hier hin. So. Gut. Jetzt haben wir ein paar neue Truhen gebaut. So, sollen wir mal wieder hochgehen, gucken, ob inzwischen ein paar Blumen nachgewachsen sind. Hi! So. Okay, das war gerade ein interessanter Soundeffekt. Du, ich bräuchte deine Hilfe. Minnie aber auch gerade. Wenn du mir hilfst, blaue Dinger zu finden, können wir darüber reden. Da ist schon mal immer eine weiße. Aber wir bauen eine blaue. So. Ching, ching, ching. Hey, wir haben eine Quest erledigt. Ein Smaragd abgebaut. Sehr schön. Dann haben wir auch ein bisschen was abgebaut. Sehr schön. Weiter geht's. Eine rote Pflanze. Wir werden immer noch blau bevorzugen. Gehen wir zwischendurch nochmal angeln. Okay, das habe ich nicht so ganz gut getroffen. Holen wir uns trotzdem was raus. Und hau ruck. Haben wir uns Fischchen geholt. So, diesmal haben wir besser getroffen. Aha. Nochmal reinziehen. Und nochmal reinziehen. Sehr schön. Gut. Wenn ihr irgendwo Pflanze seht, dann schreit. Also eine blaue. Ist das blau oder weiß? Oh, es war ein blauer. Nur noch eine Pflanze, Leute. Sehr schön. Heidelbeeren inzwischen nachgewachsen, jawohl. So. Okay. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ich auch. Meld mir.
Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir halt mal hoch. Farben oben ein bisschen weiter. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? So, mal schätze, was kostet denn das? Komm, wir bauen mal auf. So. Hallo. Hallo. 4000. Oh, das geht ja noch. Na komm, wenn du gerade schon hier stehst, oder? 10.000. Auf geht's. Und auf geht's. 20.000. Oh. Ich bin leider. Und bis bald. So, kann man. Schön, dich zu sehen. Was kann man denn hier kaufen? Oh, ja, das kann man ja verkaufen. Jo. Das war's, ne? Aber wir können hier Gurken kaufen. Sehr schön. So, wo pflanzt man denn das hin? Wo kann man hier was Schönes Langes? Hier sieht es noch relativ leer aus. Wird hier so das neue. Dann können wir direkt schon offen lassen. So. Baum machen wir hier vielleicht noch mal. Ups. Wir können dann hier die Truhen hinstellen. Weiße Truhe für Blumen, ne? Und eine braune Truhe für, keine Ahnung. Für den ganzen anderen Stuff. Genau, das ganze Erntezeug und so. Gut, und dann kommen wir hier. Achtung, Mini. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 7. Steht der Baum ist doch im Weg oder was? Dann tun wir den ein bisschen mehr zur Seite. Ja, er steht tatsächlich im Weg. So. 7 waren's. 8. Schaffe ich die 9? Jawohl. Okay, es ist jetzt zwar keine 10. Obwohl, doch, eins können wir noch machen hier. Oder? Jawohl. Gut. So, dann pflanzen wir jetzt erstmal aus Langeweile 10 Gurken. Und mein Charakter verhungert gleich schon wieder. Sollen wir Stachelbeeren essen? Nam nam nam. Kann ich ihn werfen? Oh Mann, oh. Da steht, was auch immer du tust, bekämpfe den Drang. Du guckst also in Eis und Schnee rum. Mhm. Sollst du offen bleiben? Und jetzt will ich hier. So, Gurke.
Ups, eigentlich ist das der Aufgang. Ah, egal. Perfekt, ich habe irgendwas Neues gefunden. Ich hab was Lilanes. Perfekt. Amethysten eingesammelt. So. Minz eingesammelt. Seelenscherbe. Die Pflanzen von hier, das sind die Passionslilien. So. Kann man hier auch Spargel? Oder wo habe ich den Spargel? Komm. Den Schneeball tun wir auch hier rein. Ach so, geht ja nicht. So. Ah, guckt mal, sogar die Steine, die sind schneller als Blumen. Ich wusste nicht, dass Steine schneller wachsen als Blumen. Immerhin. Minis Level Up. Und wir geben euch auch mal wieder ein bisschen Glitzerstaub, damit ihr nicht den Sparkle verliert, bis wir die Blumen finden. Ich sag's ja jetzt ungern, aber ich bin schon seit einer Stunde auf der Suche nach 6 Blumen. Die Zahl 6 jetzt, ne? Nicht das so. Oh, ja. Nein, ich bin auf der Suche nach Blumen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nichts anderes hat jetzt eine Priorität als diese Blumen hier. Ja, scheinbar. Ah, guck mal. Also, ich sag mal so, das Stein ist schneller als die Blumen. Oh no. Haben wir denn etwas zum Snacken? Ja, wir können auch die Stachelbeeren essen. Und noch die Blaubeeren. So. Hm, hier die Blaubeeren. Oh ja, komm, wenn wir gerade hier schon dabei sind. Ich bin gerade so ein bisschen auch nebenbei im Aufbaumodus. Möbel. Zack. Kommst du mal da vorne so ein bisschen hin, oder? Jawohl. Hier wird auch noch einer hinpassen. Wo ist denn der andere hin? Irgendwo am Schloss ist noch einer. Oh, nee, hier sind wir zu weit. Wo ist nochmal die raus? Zum R? So? Nein. Ah, ich habe ihn gefunden. So, hi. Dich möchte ich auch. Warte mal, wo komme ich hoch hier? Genau. Nehmen wir dich auch noch hier so ein bisschen am. So.
Perfekt. So. Gut, dann haben wir die zwei ein bisschen mehr zusammen. Und was ist hier los? Müssen die dann etwa schon wieder gegossen werden? Uiuiui, die brauchen aber viel Wasser. Vorne ist immer noch keine. Okay, gut. Da vorne ist eine rote, aber wir brauchen eine blaue. So. Ui, guckt mal, da drin was schönes Grünes. Perfekt. Diese Quest übt tatsächlich meine Geduld. Da haben wir eine gelbe. Jawohl. Und das Problem ist, hier ist auch noch Wald der Tapferkeit, aber da komme ich ja nicht hin. Das ist ja noch versperrt. Leider. Also ich habe nur die Hälfte von dem. So. Ne, die Blumen kannst du. Oder? Kann man Blumen? Na, hier irgendwo war doch gerade eine gelbe Blume. Oh ja, gut. Danke für den. Wieso komme ich hier nicht weiter? Doch. Schüsse. Ah. Wo sind wir denn? Es fühlt sich jetzt schon an wie Cheaten. Ja, doch. Das kommt von dir, also ist es nicht Cheaten, oder? Ah, das war die falsche Farbe. Da ist eine rote. Vielleicht die, wenn wir die gießen. Sei blau.
Ist das blau, blau, blau? Oh, danke, Theato. Wir haben. So, hier, nimm deine Blumen und lass mich in Ruhe. Danke, Blufflein. Es ist so schön, wieder Blumen zu sehen. Als ich an diesem Ort war, fühlte ich mich sicher, aber es gab keine Farbe. Und das machte ein bisschen traurig. Diese Blumen sind perfekte Alphilfe. Weißt du, ich glaube, ich würde sie gerne diesem netten Kerl geben, den ich getroffen habe, Mickey. Könntest du mir helfen, ein hübsches Blumenarrangement für ihn zu machen? Ich habe bereits die Vase dafür. Alles, was noch fehlt, sind die Blumen. Wir könnten sie mit den Hortensien, Glockenblumen und Stellinien füllen, die wir gepflückt haben. Mach das doch selber! Bin ich Date-Coaching oder was? Meine Güte. Ich hoffe, ich habe alles noch zu Hause. Da. Ja, habe ich. Dass ich alles noch zu Hause habe. So, haben wir. Perfekt. Hier, nimm deine Blumenvase und lass mich in Ruhe. Oh, es ist perfekt für Flan. Ich hoffe, Mickey wird sie gefallen. Sein Name war die einzige Erinnerung, die ich an diesem anderen Ort hatte. Könntest du ihm sie bringen? Es ist mir immer noch ein bisschen peinlich, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Was kriege ich dafür? So. Da. Hi. Die Sprache der Blumen. Hier. Nimm das Ding. Lass mich in Ruhe. Romantik kann ich. Blumen von Minnie? Meine Güte, das ist wirklich nett von ihr. Sag, wie geht es ihr? Erinnert sie sich inzwischen an irgendwas Neues? Sie erinnert sich an Blumen. Es gibt noch Hoffnung. Und ob es die gibt, Fluffland. Danke, dass du ihr hilfst. Oh, könntest du ihr für die Blumen danken? Mach's doch selber, bitte. Haben Mickey die Blumen gefallen? Nein. Das haben sie. Oh, ich bin so froh. Die Situation ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn kennen, aber ich kenne ihn einfach nicht. Vielleicht hilft ein Gespräch mit ihm und dein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Oh, das macht mich ein bisschen nervös, aber ich kann es versuchen. Nee, ihr seid mir gerade so anstrengend, ihr zwei. Oh. Lasst mich in Ruhe. Geh weg von meiner Haustür. Stalking. Okay, hey. Aufhör mit Abhängen. Du bist mir gerade so penetrant. Oh. Seit ich hier bin, zieht es immer in denselben Teil des Dorfes, die friedliche Wiese. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas nach mir ruft. Könntest du mir helfen, herauszufinden, was das ist? Ich werde dir bald helfen. Danke, gib mir Bescheid, wenn du Zeit hast. Nein. Könnte so anstrengend sein. Was? Wir haben schon 23 Uhr? Shit. What the fuck? Geht so. Hält sich in Grenzen. Schlafen. So. Okay, liebe Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Okay, cool. Ich habe Sachen erledigt. Perfekt, ich habe einen Mondstein.
übrigens. Ja, wir bleiben noch ein bisschen wach. So. Liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.